Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr bei diesem super heißen 29,7 Grad heißen Gameplay, ja, ist schon fast wie das 1000 Grad heißes Messer Gameplay. Ja, wir spielen heute eine Runde Echo, habe ich mir gedacht. Ich habe ja quasi gesagt, hey, ich habe irgendwie Bock auf Echo. Und ja, wir spielen heute mal ein bisschen im Jungle. Grundsätzlich muss man sagen, habe ich das Ding... Nee, ich dachte, das wäre daneben geflogen. Ich glaube, ich habe aber getroffen. Oder habe ich... Nee, ich glaube, das Ding ist daneben geflogen, oder? Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, Echo grundsätzlich... Ich mag Echo. Echo ist ein cooler Champion. Echo ist ein... Also, ich bin ja generell sowieso ein Spieler, der braucht aggressive Champs, mobile Champs. Ja, das heißt, Echo hat so Sachen. Er kann durch die Gegend springen, er kann relativ aggressiv spielen. Was mich allerdings immer davon abhält, Echo wieder auf lange Zeit zu spielen. Also, ich hatte mal eine kurze Zeit Echo, eine Echo-Phase. Aber das größte Problem bei Echo ist ganz einfach, dass ich immer wieder im Konflikt mit seiner Ultimate bin. Ja, sie... Im Prinzip ist die Ultimate das Gegenteil von Zed's Ultimate. Ja, also nicht direkt, aber so ungefähr. Das heißt, Zed ultet rein. Eigentlich sind sie sehr vergleichbar. Nicht das Gegenteil, aber sehr, sehr vergleichbar. Scheiße, ich merke gerade, wir können den... Ich habe die Kuppel gar nicht. Ich kriege die Resistenz hier gar nicht weg. Das ist ja das ist ganz schön RIP. Auf jeden Fall kann Zed, ja, er geht rein, macht Mörder-Damage und dann geht er raus. Bei Echo ist es so, er geht rein mit seiner E, macht den Damage, den er halt macht, und dann ultet er raus. Und das ist RIP, weil ich mit der Ult im Endeffekt offensiv gesehen null Damage mache. Und das fuckt mich immer richtig, richtig ab. Na, das ist ein Punkt, den ich nicht mag an Echo. Natürlich, wenn man die Ult richtig einsetzt, kann man damit auch Damage machen, aber gerade wenn man Tower-Diven will, aggressive Sachen machen möchte, ist das nicht immer so einfach. Aber wir schauen mal, was dieses Gameplay heute, ja, für uns bereithält. Vielleicht, na, vielleicht ist ja da was. Wie sieht's aus? Midlane? Ja, so ist nicht da. Wir könnten gucken, ob wir Botlane... Oh ja, Leute. Leider ist Leona nicht da, die ist schon gestorben, aber potenziell sehe ich da was. Da sehe ich ziemlich stark was. Ich weiß nur nicht, ob er schnell genug flashen wird. Ich bin unterwegs, Boy. Also meine... Q ist irgendwo durch die Walachei geflogen. Aber es ist okay. Ja, kommt schon. Oh, huhu. Nice, wenn das mal nicht ein Jungler ist, meine Freunde. Na, GG, ich muss auch dazu sagen, erstmal müssen wir meinen Discord ausmachen. Ja, ich bin sehr aktiv auf meinem Discord. Ihr könnt da gerne hingehen. Na, man muss dazu sagen, mein Echo ist komplett Bronze 100. Also ich werde die 100 krassesten Bronze-Plays rausbringen. Aber in mein Aber. Da kommen wir nicht mehr ran. Wir gucken einfach mal, was so geht, ne? Gucken, what? Stoppen sie das sofort? Ich denke mal, das hier ist weg. Die Frage ist, ob mein Red Buff noch da ist. Normalerweise muss der weg sein. Wenn der noch da ist, dann hat der gegnerische Jungler seine Aufgabe, beziehungsweise den neuen Jungler nicht, den neuen Jungle, in Anführungsstrichen, nicht verstanden. Ja, GG. Das ist so horrible, aber ich glaube, ich muss wirklich ein Video über den neuen Jungle machen. Also, in Anführungsstrichen, neuen Jungle, Mann. Es gibt so viele Leute... Das einfach nicht verstehen. Das darf nicht passieren, dass der Red Buff noch da ist, während ich Botlane ganke. Selbst in jedem x-beliebigen Jungle. Das darf nicht passieren. Aber ist okay. Ich freue mich drüber. Wir gucken mal, ob wir die Dinger hier noch einsammeln können. Na, das wäre ganz nett. Midlane ist komplett am Battlen. Das sieht gut aus. So. Ja. Dann gehen wir mal shoppen. Gehen auf das Jungle-Item, würde ich sagen. Wir könnten auch... ne, wir gehen das Blaue, glaube ich. Dadurch können wir den ein bisschen smiten und dadurch ist er vielleicht länger in unserer Kuppel drin. Ja, wir kaufen das leckere Daxil. Na, haben wir letztes Mal nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, aber let's go. Vielleicht werde ich ja mal wieder Echo main. Na, ich bin ja sowieso ein Mensch, der maint immer alles. Na, ich näher nicht alles, aber ich habe so Phasen. Ich entdecke einen Champ und dann spam ich den. Aktuell bin ich sehr, sehr tief in der Evelyn-Phase, muss ich sagen. Aber es kann auch sehr, sehr schnell passieren, dass ein anderer Champ kommt und dann spam ich diesen. Naja, die Möglichkeit ist da. Na, na, na. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Lass mich noch ein bisschen ganken. Okay, Botlane ist, guck mal. Na, ich hab da gegankt und zack, gewinnt. Na, schade. Oh, lol. Alter, kann ich da mal bitte hin? Danke. Also, wenn das... Mann, nicht ein Job für mich ist da unten. Dann weiß ich auch nicht. Das Ding ist, ich glaube, sie läuft schon weiter weg, oder? Nein, Mann. Woo! Haha. I take, I like. Sehr schön. Da könnte man was machen. So, wir smiten den Buddy jetzt erstmal.
Jetzt hauen wir den Buddy erstmal. Bap. Help. Ah, okay, RIP. Ja, ich hätte vielleicht irgendwie ein bisschen ihn mehr in den Busch baiten müssen. Also, ja, ne? So, wir kaufen uns ein Buch. Ein Buch. Sie alle zu knechten. Ich musste aber auch, wirklich überlegen, welchen Champion ich spiele. Also, ja, ich weiß nicht so, ne? Ihr könnt ja mal, wenn ihr noch eine coole Idee habt, welchen ich Champion ich mal wirklich wieder, wo ihr Bock drauf habt, vielleicht mal wieder ein Forgotten irgendwas, ne? Dann könnt ihr mal wieder raushauen. Welchen Forgotten Champ haben wir ewig nicht mehr gespielt? Das ist die Frage. So einen richtigen Champ, den niemand auf der Welt spielt. Meistens ist das, also im Zweifel ist das immer Mordekaiser. Ich könnte auch mal Gallio spielen, wobei Gallio wird eigentlich von relativ vielen Mitteln, also es hält sich in Grenzen, aber das Ding ist, ich habe noch nie den neuen Gallio gespielt. Also noch nie so richtig, glaube ich. Ich gehe direkt mal Botlane. Also auf dem PBE halt einmal, aber das war's, glaube ich. Nur einmal auf dem PBE, that worth it. Let's go. Let's go, boys. Reinspazieren. Oh, was? Really? Really? Komm schon, do it. Sehr gut, ich stehe hier, ich mache Rückendeckung. Naja. What? Was war dies? Hatte die nicht noch 20%? Da kommt, ich gucke auf die Map, mein Mate leider nicht. Ja, ne, das ist immer ganz wichtig. Immer auf die Map gucken. Auch egal, was passiert, guckt auf die Map. Hätte Caitlyn das auch gesehen, hätten wir locker Lee töten können, glaube ich. I think we have could making that. Ja, ich denke, dass da locker was drin gewesen wäre. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Die kriegt auch voll auf den Sack, aber überlebt. Die hat noch einen Sprung. Ich sage euch, die stirbt. Okay. Ich komme. Buddy. Oh, no. Aber ich meine, die haben Lee Sin. Fällt mir ein. Das ist schon gewonnen, Leute. Lee Sin ist Free Win. Kennen wir. Die Frage ist nur, wie das mit Yasuo aussieht. Weil der Boy, der ist on fire. Der ist absolutely on fire. Was hat der so? Eine Spitzhacke und drei Dolche. Eieiei. Also, jetzt ist zum Beispiel das Ding, ne? Mit einer Z-Ultimate, das ist genau der Punkt. Mit einer Z-Ultimate könnte ich ihn jetzt anspringen. So, ne? Aber, also das hat jetzt gerade noch so geklappt, weil er dumm ist. Muss man einfach mal so sagen. Und weil er vielleicht halbwegs im Shop war. Aber, unter normalen Umständen, wenn der Gegner vielleicht noch ein bisschen weggegangen wäre, dies, das, Ananas, Zitronennase, Ananase, dann hätte ich halt mit der Ult nicht wirklich Damage gemacht. So, wisst ihr, was ich meine, so ungefähr? Und das fuckt mich einfach ab. Das ist einfach. Ich meine, klar, man kann nicht alles haben, ne, aber. I don't know, man. Wir gehen mal erstmal gucken, ob wir, Jungle Item, können wir das bauen? Ja, sehr gut. Dann haben wir das schon mal fertig. Und dann gehen wir direkt, denke ich mal, wieder Botlane. Botlane ist am meisten los. Aber wir holen uns erstmal im Red Buff, sehe ich. Mr. Shenhua. Oh, der kriegt jetzt hier. Boah, das ist einfach viel zu warm. Jetzt sind es 29,8 Grad mittlerweile, Leute. Freaking 29,8 Grad. Aber, also, eigentlich macht Echo schon Spaß, ne? Wenn da nicht immer dieser innere Konflikt wäre. Wobei natürlich man andersrum sagen kann, man, diese Ult bewahrt einem halt übel krass vom Throne ab, ne? Wenn du da, oder du gehst halt irgendwo übelst deep, aber hast immer noch die Chance. Hier, Boy. What's going on? Ich bin schneller als er. Good luck. Der war ja todeslang, das wäre komplett GG. War ja noch gecharmt oder was? Also, entweder war das der Slow hier, der slowt um 60, nee, schau mal, ich krieg 60. Irgendwo slow ich doch. Oder war es die Q? Ich weiß es nicht, aber heilige Mayonnaise, du. Ja, RIP. RIP. Slow ist drauf. Alter, die können mir ja gar nichts mehr. Ich bin ja komplett broken anscheinend. Jungle Item fertig und ich bin broken. Ja, GG. Was passiert hier? Dann gehen wir direkt Botlane einsammeln. Ich hab...
Huhu. Nehmen wir die Golems mit. Danke, eins. Den da hinten auch noch. Danke. Gracias. Wenn Ari sich mal irgendwie bewegen würde, das wäre... Also, ich meine, ich komme weg, aber man hätte hier locker den Jin Waslowski da töten können. Na, also. Einfach ein bisschen früher moven. Das ist mein Tod. Und meine Q fliegt nach Jordanien. Aber, was passiert? Lee Sin kickt mich raus, weil Lee Sin ein Free-Win ist. Lee Sin, Free-Win, reimt sich sogar dezent. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber dezent reimt es sich. Ob das Zufall ist? Ich glaube nicht. Ja, also, holy shit, Alter. Ich glaube, ich werde Echo Main. Wie wär's? Jungle? Ich meine, Jungle weiß ich nicht. Wenn, dann eher in der Mitte, glaube ich. Wobei, das Ding ist, Teleport wurde jetzt genervt und Echo und Teleport, das ist halt, das... Ich meine, viele spielen auch Echo mit Ignite. Das geht auch übel, klar, aber... die meisten spielen tatsächlich... Also, ich denke mal, je höher du kommst, umso mehr brauchst du Teleport. Weil du halt von einigen Leuten halt tatsächlich gebumst wirst. Aber ja. Ja, ich würde sagen, können wir den Drake mal mitnehmen, Leute? Oh, hier ist auch noch das Ding, aber ich habe keine Kuppel. Lee Sin kommt. Aber der wird ja jetzt wohl nicht für einen Airdrake hier reingehen. Ich smite nicht, das muss so gehen. Das ist meiner. Möchte ich nur mal gesagt haben, danke, gracias. So, jetzt holen wir jetzt das. Nom, 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 nom. Und ab nach unten, da unten, da sehe ich mich. Holy shit. I'm coming home, nee, oh, was so knapp, Orino. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt zum Beispiel meine Ult, ja, meine Ult. Was kann ich, Alter, wo ist mein Mauszeiger? What the fuck? Alter, also manch, also das ist mir schon länger nicht mehr passiert, tatsächlich, muss ich sagen, aber ich habe ja Smartcast und selbst wenn ich keinen Smartcast hätte, ich habe mein Mauszeiger, also ich wollte den Jin ehen. Aber ich habe halt meinen Mauszeiger legit nicht gefunden. Ja, GG. Also, dass ich das sag, ist ja GG. Alter, also, das ist mir echt... Also, ich meine, man kann ihn zurückstellen, ne? Wenn er jetzt anfängt zu flamen, ne? Bro, chill your titties. Na, ich meine, ich hab da unten Botlane so viel rein investiert und gecarried, ne? Also, der muss mal ein bisschen hier seine... Ich weiß ja nicht, wie groß die von Kate sind, aber wir können ja mal kurz checken. Ja, doch, die sind schon. Aber trotzdem, chill them. Ne? Alter, wenn ich mich gleich nochmal pinkt. Hier, was ist denn los mit dir? Sag mal, was ist denn los mit dir? So, der ist weg, das ist okay. Was ist... Oh, ich hab noch. Aber er hat, glaube ich, noch seinen Gigaschuss. Aber later. Ne? Nicht hier, Echo hier, da. Da ist nicht mehr ready. Mann, Mann, Mann. Na, immer diese kleinen Boys, wie ich sie nenne. Hui, ja, boy! Zack. So, ja. Da, da, die. Aber ich muss es einfach nochmal wählen. Ich weiß, ihr seid mittlerweile komplett abgefuckt, aber es ist einfach dieser innere Konflikt, wie bei Kane, wer halt gewinnt, ne? Der Gute oder, also der Eigene oder der Böse. Oder sind beide böse, aber egal. Ne, also, meine Ult hier unten, wieder kein Damage. Ne, das ist a little Willy Wally. Wäre vielleicht aber auch broken, wenn es anders wäre. Ne, dann wäre es vielleicht einfach brocken. Kann ich den haben? Can I take this one or not? Also, ich würde es appreciaten, tatsächlich. Ich nehme den einfach. Ich glaube, wir machen mal eben Dings fertig hier. Hier, wie heißt es? Hier, Dingstongs. Den Protonenbelt, den Brodo-Belt. So, Brodo-Belt ist fertig. Jetzt gehen wir auf Lichbane. Auf Lichbane. Und ab Lichbane ist es halt überkrass. Ne? Dann knallt es richtig heftig. Das ist geil. Aber das ist halt so diese ganze Zeit, dieser Spielziel, den ich liebe. Dieses Springen, Kloppen, Möbeln, Ulten, Broten. Lol, der ist zur Seite geprodot. Da ist ein Vogel. Wer hat den hier stehen lassen? So, da ist Lee Sin, der hat auch schon seit 1910 nichts mehr gemacht. Yasuo ist 1-6, ist klar, ist nichts Besonderes. Ich denke, er geht jetzt die... Ah, never mind.
Never mind, oh. Kommt der? Ich habe Ultimate ready, das ist aber Garen. Garen ist ein bisschen schwierig zu töten, allerdings habe ich... Ich brauche noch Garen. Können wir mal Garen töten, Leute, oder ist das nicht drin? Also ich hätte Bock. Na, dann nicht. Dann nicht. Ah, okay, geht jetzt hier gleich los, Leute. Die kommen alle und ich kriege hier viel zu viel Damage. Ich glaube, ja. Geht nämlich jetzt hier richtig... Oh, viel zu viele, viel zu viele. Ich bin da out. Der ist RIP. Das ist gut. Wo ist meine Ult? Ich sehe sie nicht. Ja, RIP, Alter. Ich meine, die Ult hätte man legit echt besser setzen können, aber ich habe es nicht gesehen. No, 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 no. No, no, no. Later. No! Das ist nicht passiert. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Oh my fucking God. Okay, wie sieht's aus? Ich bin 9-4 und ein ziemlich krasser Banger. Yasuo ist 1-7, Lee Sin hat 6 Kills, sind useless. Jin ist der Einzige und Garen. Die sind noch so ein bisschen Reuden. Aber das sollte klappen, I guess. I guess. So, den nehmen wir nochmal mit hier. Grazie. Ich dachte schon, der wäre weg. Dann hätte ich hier aber eine Ansage gemacht, du. Reicht das? Nee, das reicht nicht. Ah, schade. So, aber haben wir Garen get... Nö, haben wir nicht. Also den schaffe ich halt nie im Leben. Vor allem, ich meine, okay, er hat keine Magie-Essenz. Aber er hat halt mich auch markiert, muss man dazu sagen. Was jetzt nicht förderlich ist. Könnte auch sein, dass er hier drin ist irgendwo. Schnappen wir uns fix Taunty. So. Ja, jetzt gehen wir mit dem Team und machen hier. Okay, wir können auch eben den Drake mitnehmen. Auch kein Ding. Na, wir müssen jetzt irgendwas hier machen. Irgendwas müssen wir hier machen. Zack. So, hier, wie sieht's hier hinten aus? Warum? Was passiert hier? Warum stirbt die mit Ult? Deswegen übrigens ist Protobelt so fucking insane wichtig. Aber ihr habt wieder gesehen, die Ult hat kein Damage gemacht. Hat sie nicht. Hat sie nicht. Und wenn ihr jetzt klugscheißen wollt, dann sagt mir, wie ich damit hätte Damage machen sollen. Oh Mann, oh me. Pretty woman. Oh, da oben war auch noch Jean Waslowski aus Waslostonanien. Wow, okay. Kann ich das Ding hier töten oder so? Oder ist das verboten? Weiß ich nicht. Ist es erlaubt? Geh weg. Gehen Sie fort. So, Lich Bane braucht noch was. Wir brauchen noch ein bisschen kneten. Ein bisschen Moneten kneten, golden. Na, 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 na. Da, da, die. Oh, das ist ja voll gut. Nur schlecht, dass ich gerade meine W benutzt habe. Aber sonst hätte ich gesagt, ist das ja voll gut hier. Aber auch nur begrenzt. Leute, seid ihr da? Ist irgendjemand da? Ja, also Ahri ist halt da, aber die ultet halt nie. Ja? Ahri? Oh lol, wer ist er denn? Der hat ja gar nicht gesehen. Ich glaube, ich bin RIP, Alter. Oh my goodness. Also, das war natürlich ultra bad. Das war Baron. Sie hätte auch teleportieren können, aber das ist nicht ihr Bad gewesen. Das war unser Bad. Problem nur ist, dass Ahri nie ultet. Ne? Why you no ult?
Ja, die Frage ist, machen die Baron? Ich meine, der AD Carry ist zurückgegangen. Wer will surrendern, Leute? Ich habe nicht gesehen, wer es ist. Ich werde aber mental, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Dieser Surrender kann von Ahri, ihr seht schon im Chat, aber er kann von Ahri sein, weil sie halt jetzt richtig tiltet hintereinander gestorben ist. Oder er ist von Kate, die ein AD Carry ist. Das heißt, wen würdest du sagen? Die Person, die richtig getiltet ist, weil sie stirbt? Oder der AD Carry? Ich sag der AD Carry. So, wen haben wir hier? Warteach Live. Wir drücken auf... Ach, jetzt wird's, glaube ich, erst angezeigt, oder? Warteach Live. Leute, das ist nicht... ich diskriminiere keine AD Carries oder so. Ihr seid einfach so. Ich kann da nichts für. Ne, es ist nicht so, als hätte ich hier... Ich meine, wir hatten zwei Personen, die gestorben sind. Und die eine ist jetzt 20 Mal hintereinander gestorben, hat negative Stats. Und die andere hat positive Stats. Ich suche mir das nicht aus, Leute, ne? Ich meine, ich kann verstehen, wenn jetzt ihr ein AD Carry seid und mir zuguckt, dann... Ich appreciate das, aber... Dann könnte ich mir vorstellen, ja, Tobi, du gehst immer auf AD Carry, du bist voll der Pisser und so. Ich habe mir das nicht ausgesucht, dass der Kate surrendert. Ich weiß nicht. Frage ist, wie beenden wir das? Beziehungsweise, das Ding ist, die haben Baron. Also ich würde sagen, back. Ich würde sagen, back und ich mache mir erstmal Lich Ban. Na, Lich Ban ist ready. Mit Lich Ban kann ich jetzt auch One-Shotten. Naja, so mit Passive halt, ne? So eine schöne QE Out-Attack. Oder, ach stimmt, das kann man auch machen, fällt mir gerade ein. Habe ich noch gar nicht gemacht. Man kann, bevor jetzt hier die Klugscheißer kommen, man kann EQ machen. Oder, warte mal, oder QE. Ne, warte mal, QE, was? Ja, irgendwie eins von beiden kann man machen. Na, ja, gucken wir nochmal. Badabi, badabu, badaba. Das heißt, okay, nee, das ist es nicht. QE ist es nicht, dann muss es EQ sein. Die battlen da, aber ich würde eben gerne den Blue Buff einsammeln. EQ? Macht das Sinn? Nee, das macht keinen Sinn. Nee, warte mal, wie war das denn? Ja, leider stirbt mein Team gerade. Oder haben die das gefixt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber irgendwie... Leute, what you making? Was ist das hier für ein Making-of? Könntet ihr das bitte unterlassen? Ja, okay. Also das Problem ist halt, dass mein Team intet, ne? Ich weiß nicht, warum die da fighten. Ich meine, die haben Baron. Ahri hat diesmal immerhin geultet. Muss man positiv ansehen. Aber es ist natürlich schwierig. Schwierig. Das Problem ist, warum wir das verlieren, ist, weil mein Team einfach keine Lust hat zu gewinnen, glaube ich. Ja, das ist... Ich glaube, es geht immer nur um den Willen, ob man will oder nicht. Wenn man nämlich keine Lust hat... Dann drückt man Surrender und... Ich meine, okay, wobei hier noch viele Nein machen. Alle sogar. Aber dann spielt man halt unkonzentriert, ne? Das ist so ein bisschen... Oder nicht so mit Elan, das Feuer ist nicht da. Das einzige Feuer ist 30 Grad, Leute. 30. Wie war das denn? Das ist doch nicht EQ. Und QE ist es auch nicht. I'm RIP. Alter, der Jin ist halt aktuell überstrong, habe ich das Gefühl. Das geht nicht, keine Ahnung. Ja, wenn ihr die Combo wisst, wie es war, dann schreibt es gerne in den Chat. Aber irgendwie... War es das? War es das, was ich jetzt gerade gemacht habe? Weiß ich nicht. Vielleicht, ich glaube, ich muss auch ein Ziel anspringen dafür. Ich glaube, nicht nur einfach springen, sondern ich muss ein Ziel anvisieren. Oder? Vielleicht war es das. Kann sein. I don't know, man. I don't know. Können wir was machen? Jetzt haben wir... Das ist genau der Moment, den ich brauche. Genau das. 900 Gold und ein Maut. Bada, bada, ba. Können wir den töten? Ilaoi, machst du was oder so? Machst du was? Hast du was? Boah, der kriegt ordentlich Damage. Frage ist nur, ich habe halt keine Ult. Und ohne Ult ist halt doof. Also, wenn Ilaoi da jetzt krasse Ult-Action macht, dann ist es nice. Aber nur dann. Ja, das ist halt begrenzt. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Begrenzt, begrenzt, begrenzt. Oh, help. Help. Ha, wir hatten halt vorhin einfach, also ich wollte es ja nicht, aber mein Team, wo die Baron hatten, das hat uns halt wirklich das Genick gebrochen. Und wo davor alle gestorben sind. Das vielleicht auch.
So. Der Stab ist da. Brauche ich Void Staff? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Ich muss halt unbedingt Jin töten, was schwierig ist, weil Lulu ihn ulten wird. Das, den müssen wir mal töten. Unbedingt. Ich habe immer noch nicht meinen Stack. Den, da, jetzt, jetzt oder nie. Fucking jetzt oder nie. Komm schon, ich muss doch schneller sein als der irgendwie. Fuck, ich hätte hier durchs Pit gehen können. RIP. So, ich meine, immerhin haben wir Drachen. Das ist ja auch schon mal was, ne? Wir haben zwei Air Drakes und einen Ocean Drake. Sind zwar nicht die allerkrassesten, aber wir haben Drachen. Ne? Frage ist nur... Oh, ich brauche ein Stundenglas, fällt mir gerade mal ein. Wobei, also Stundenglas ist schon wichtig. Dann kann man nämlich auch überkrass die Ult landen. Beziehungsweise man hat immer eine 100%ige W. Ich bin tot. Ah, shit, Alter. Ich wurde gebindet und danach war over. Ja, wenn ich gebindet bin, kann ich nicht ulten. Kate, zeig mir, was du kannst. Ja, das können wir sogar noch gewinnen. Ich meine, Garen ist nicht da. Das sieht gut aus. Sagen wir mal, wir können ja mal eine Stopwatch kaufen erstmal. Das heißt, wir kaufen hier eine Stopwatch und lassen es erstmal so. Ah. Ah, die sterben alle. Lauft! Run for it! Ah. No. Alle tot. Aber diesmal muss man halt sagen, habe ich halt aufgesackt. Ja, doch. Der Jin ist so überkrass stark, Alter. Heftig. 15-6. Ah, die Carries sind nicht viable. Kann ich den schnell umbürsten? Er hat seinen Gigaschuss. Ne, jetzt hier auch wieder. Keine Ult. Keine Ult. Komm schon. Ah! Ah, Duett! Ah! Ja. Ich meine, okay, ja. Nee, I don't know, man. Keine Ult. Keine Ult. Ja, ist okay, aber man muss fairerweise sagen, jetzt schreiben die hier irgendwas von Ecolostis, das ist aber, ganz ehrlich, das Team hat es vorher schon so 10 Minuten vorher verloren oder so. Ne, das, ja, klar habe ich jetzt am Ende ein bisschen gehittet, aber das Game war eh over. Man muss aber fairerweise sagen, klar, ich habe mich jetzt ein bisschen über die Ult beschwert, aber ein richtig guter Echo, der weiß es halt besser zu handeln, muss man einfach sagen. Ne, der geht mit der Ult besser um, der macht das dies, der macht das, ne, das ist halt... das hat die Unerfahrenheit. Ich bin kein guter Echo. Dennoch war es eine lustige Runde, fand ich. Es war okay. Ich wünsche euch was. Haut rein. Und Tschüssikowski.